Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 23. Juli 2018? Ich habe schon erklärt, dass die indischen Astrologen ihren Horoskopen anders berechnen, als wir in westlichen Astrologie das kennen, weil sie berücksichtigen die Präzession und es ist nichts anderes als die Bewegung unserem Sonnensystem im platonischen Jahr. Das ist andere Berechnung und es ist kein Wunder, dass die Planeten anders platzieren oft, wie bei unserem westlichen Horoskop ist. Also nicht wundern, wenn ich hier etwas vermittle und es übereinstimmt nicht auf unserem westlichen Horoskop. Natürlich kann man das nicht exakt abgrenzen. Immerhin sind die Sternbilder auch unterschiedlich groß und verschmelzen sich miteinander. Also nach indischen Berechnung, bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont auf. Und die Sonne befindet sich auch hier in Tierkreiszeichen Krebs. Das wird von Sirius bestrahlt. Sirius wurde bei Ägyptern auch verehrt und es ist die eine von den hellsten Sternen überhaupt im Himmel. Sirius befindet sich im Sternbild Große Hund und es ist nichts anderes als die Jagdhunde von Orion. Orion ist der himmlische Jäger. Und Sirius zeigt in eine Richtung und das ist die Polarstern. Und das brauchen wir gerade auch. Die Augen öffnen, in eine Richtung schauen, Zielbewusstsein, konzentriert sein. Das vermittelt diesem Stern Sirius und genau das vermittelt auch diesem Mondhaus, wo sich gerade die Sonne befindet, hier in Tierkreiszeichen Krebs. Bedeutet auch etwas klar und deutlich erkennen, die Augen öffnen, etwas klar und deutlich sehen. Und wir haben auch die Bedürfnis gerade, besonders die Krebsgeborenen, besser zu sein oder etwas verbessern. Dieser Mondhaus, wo sich gerade die Sonne befindet, vermittelt auch Wachstum. Glück und Wachstum. All das, was wir heute starten, was wir heute beginnen, das trägt Früchte. Besonders bei Krebsgeborenen, bei Fischengeborenen, bei Skorpiongeborenen, auch bei Stiergeborenen und bei Jungfraugeborenen. In dieser Richtung sollen die Steinbockgeborenen schauen. Das heißt, die Steinbockgeborenen sollen wachsam sein, die Augen öffnen, die Chancen, Möglichkeiten erkennen. Und diese Energie unterstützt noch, also dieser Glück und Wachstum unterstützt auch die Löwengeborenen und die Zwillingsgeborenen. Mond hat eine zunehmende Mondphase und es eignet sich mal grundsätzlich dafür, etwas starten, was vermehren soll. Aber trotzdem sollen wir die einzelnen Tage betrachten, weil es gibt immer wieder mal Spannungen, wo vielleicht der Zeitpunkt nicht das Ideale ist für etwas Neues zum Beginnen. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Mond hat selbstverständlich einen Einfluss von den Mondhäusern. Diese Mondhäuser kennt unsere westliche Astrologie nicht. Das geht mehr im Mondkalender. Über dem heutigen Mondhaus herrscht der Gottheit Mitra, das ist ein Sonnengott und so ähnlich auch wie bei Römer wurde als Sonnengott verehrt. Dieser Sonnengott verspricht etwas, Vorteile, was die Verträge betrifft, Glück auf eine Reise, Glück bei Freundschaften. Mitra ist Hüter der kosmischen Ordnung und das bedeutet, wir können heute etwas in Ordnung bringen.
Und auch für die Auge, natürlich Sonnengott hat mit Auge, mit Licht, mit Tag, mit Sehen etwas zu tun. Das bedeutet, heute können wir zum Beispiel zum Augenarzt gehen. Diese Mondenergie von Tierkreiszeichen Skorpion unterstützt die Krebsgeborenen, unterstützt die Fischengeborenen, unterstützt die Jungfraugeborenen und die Steinbockgeborenen. In diese Richtung sollen die Stiergeborenen schauen. Also darum kümmern, dass der Freundschaften bestehen oder dass ein Vertrag unterschrieben wird oder eine Reise organisieren. All das sind die Themen. Oder zum Augenarzt gehen oder etwas spiegelt gerade für die Stiergeborenen, das sollen die Stiergeborenen auch klar und deutlich sehen. Diese Unterstützung, diese Mondenergie gibt die Unterstützung noch für die Wagengeborenen und auch für die Schützengeborenen. Eine gewisse Einschränkung sind bei Reisen und Verträgen bei Löwengeborenen und bei Wassermanngeborenen und eine gewisse Unsicherheit entsteht, was man überprüfen soll, wenn es um Verträge handelt. Das erleben die Wiedergeborenen und die Zwillingsgeborenen. Und jetzt zu einzelnen Tierkreiszeichen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen. Hier befindet sich die Sonne und nach indischen Berechnung auch der Planet Merkur, der Planet die Kommunikation und die Krebsgeborenen bekommen einen direkten Einfluss von Sirius. Natürlich ist es auch das Licht, etwas klar und deutlich sehen, Zielbewusstsein, konzentriert bleiben. Was bedeutet noch für die Krebsgeborenen die heutigen Energie? Die Krebsgeborenen haben Glück, besonders wenn sie etwas starten, weil das führt zum Erfolg, das trägt Früchte, das ist Wachstum. Ein Vertrag kann auch Vorteil bedeuten für die Krebsgeborenen. Die Krebsgeborenen bringen auch etwas in Ordnung. Sie werden um die Freundschaften kümmern. Es ist auch möglich, neue Freundschaften zu schließen. Bei vielen Krebsgeborenen auch ein Neuanfang in die Liebe-Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist ein wichtiges Thema, die Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Die Liebesplanet Venus befindet sich im Löwe nach indischen Berechnung. Also ein wichtiges Thema ist auch die Liebepartnerschaft. Die Löwengeborenen werden aber nicht nur um die Liebe kümmern, sondern sie bringen ihren Finanzen auch in Ordnung. Und ein Vertrag hat einen Vorteil. Auch eine Reise kann Glück bringen bei den Löwengeborenen. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen können etwas Neues starten. Das führt zum Erfolg. Das ist auch ein Wachstum. Sie bringen auch etwas in Ordnung. Ein Vertrag unterschreiben ist für die Jungfraugeborenen auch ein Vorteil. Kleinere Veränderungen oder eine Reise ist auch möglich oder ein Fest. Dann können die Jungfraugeborenen auch mit einem Besuch rechnen. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen brauchen eine Sicherheit, Stabilität und sie kümmern um ihren eigenen Zuhause. Sie verschönern etwas zu Hause oder ist auch ein Umzug möglich. Jetzt einen Vertrag unterschreiben oder auf die Reise zu gehen, das wäre eher ein Nachteil für die Wagengeborenen. In die Liebepartnerschaft haben aber die Wagengeborenen Glück. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen wirkt natürlich die Mondenergie und auch Mitra, das heißt die Augen offen lassen, etwas klar und deutlich sehen, etwas klar und deutlich erkennen. Oder bei Augenkrankheiten ist es auch gut, gerade zum Augenarzt zu gehen, weil das ist die Heilung da. Und dieser Mitra ist auch die Hüter der Ordnung, also das bedeutet, die Skorpiongeborenen bringen etwas in Ordnung. Ein Gespräch oder ein Vertrag oder eine Reise bringt Glück für die Skorpiongeborenen. Bei Liebepartnerschaft sind noch Einschränkungen da
oder noch Unklarheiten. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist wichtig, gerade die berufliche Situation, und das bringen die Schützengeborenen in Ordnung. Die sind zwar noch unsicher, ob sie einen Arbeitsvertrag bekommen oder nicht, also eine gewisse Unsicherheit ist spürbar, auch bei den Gesprächen. Sie wissen nicht, ob sie etwas vermitteln sollen und wem sollen sie das überhaupt sagen. Sie sind auch unsicher, wen können sie vertrauen und wen nicht. Wo die Schützengeborenen Glück haben, das ist die Liebe-Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen. Nach indischen Berechnung bewegt sich ein rückläufiger Mars hier in Tierkreiszeichen Steinbock. Und das bedeutet für die Steinbockgeborenen kraftlos fühlen gerade oder das Gefühl zu haben, es geht nichts voran. Natürlich, diese Rückläufigkeit bedeutet auch Vergangenheit, dass eine männliche Person kehrt zurück von Vergangenheit. Ein Neuanfang zu starten, einen Vertrag unterschreiben, kann ein Vorteil sein für die Steinbockgeborenen, aber bei Verträgen sollen die Steinbockgeborenen genau hinschauen oder etwas überprüfen. Auch wichtig für die Steinbockgeborenen, die Kontakte zum Pflegen, auf jemand zugehen, die Verbindung suchen, Freundschaften zu pflegen. In der Liebepartnerschaft fühlen sich die Steinbockgeborenen etwas unsicher. Aber was sie Neues starten, das trägt auch Früchte und da haben die Steinbockgeborenen ein gutes Gefühl und sie werden etwas klar und deutlich erkennen. Bei Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen ist wichtig, wenn es um einen Vertrag handelt, diesen Vertrag genau noch überprüfen. Die Wassermanngeborenen befindet sich gerade in einem Veränderungsprozess, in einer Wandlung. Die Liebepartnerschaft ist auch ein wichtiges Thema bei den Wassermanngeborenen und das spiegelt den Leben. Das heißt, die Wassermanngeborenen sollen in diesem Spiegel schauen, nicht nur warten, sondern auf anderen zugehen, Interesse zeigen, Gefühle zeigen oder Offenheit. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben Glück, wenn sie etwas Neues starten, weil das führt zum Erfolg. Die Fischengeborenen werden auch etwas klar und deutlich erkennen. Es ist auch eine gute Zeit bei Augenkrankheiten zum Augenarzt gehen, weil das wäre auch die Heilung, die Heilprozess. Eine Reise kann auch ein Vorteil sein bei den Fischengeborenen. In der Liebepartnerschaft fühlen sich aber noch unsicher. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist ein beruflicher Aufstieg. Und die Wiedergeborenen haben auch diese Kraft, etwas Neues beginnen, etwas Neues starten. Aber sie sollen nicht die Verträge unterschreiben, weil das kann zum Verlust führen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen können mit einer Überraschung rechnen oder unerwartete Ereignisse. Die Gespräche unterstützen die Stiergeborenen. Sie können auch einen Vertrag unterschreiben, weil das hat einen Vorteil. Und eine Reise kann bei den Stiergeborenen auch Glück bringen. Nicht nur bei den Stiergeborenen ist eine Reise wichtig, sondern auch bei Fischengeborenen. Die Zwillingsgeborenen sind eher zurückhaltend. Sie brauchen gerade die Ruhe und die Ruhe legt auch die Kraft. Ein Gespräch, ein Vertrag kann Vorteil sein für die Zwillingsgeborenen und in die Liebepartnerschaft haben die Zwillingsgeborenen Glück. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.